Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um diesen Transport, Autotransportwagen. Ich suche gerade, wie er genau heißt. Der ist von Riva Rossi. Das ist ein... Kann man das da lesen? Super, steht ja alles auf Italienisch da drauf. Okay, wurscht. Ja, auf jeden Fall so ein Autotransportwagen. Der ist irgendwie an uns alle vorbeigegangen scheinbar. An Stummelform kennen die Leute nicht. Der ist letztes Jahr erschienen. Es dürfte nicht ganz vorbildlich sein. Irgendjemand hat dann gesagt, die haben eigentlich nur vierachsige von denen der Transwaggon im Sortiment gehabt. Wurscht, schaut trotzdem cool aus, ist relativ schwer, fährt also relativ gut. Das einzige Problem sind diese relativ plumpen Transporter. Ich habe die da klassisch russisch mit Dicks angeklebt. Das sind Sprinter, die sind jetzt, man sieht es da vielleicht ein bisschen, versucht das scharf zu kriegen. Nicht wirkliche Highlights. Das ist natürlich die Frage, ob man den Waggon irgendwie aufhübschen kann. Es gibt den gleichen, nicht den gleichen, es gibt den vierachsigen Waggon von NME, allerdings zu horrend viel mehr Geld. Der ist unbeladen, aus Metall, hat er da oben ein echtes Holz. Kostet glaube ich um die 110, 115 Euro herum. Ich habe mir da mal zwei bestellt, damit wir uns das Ganze anschauen können dann. Die sind aber noch nicht da, deswegen fange ich jetzt mit denen an. Die Frage ist, ob man die relativ plumpen Transporte nicht durch schönere ersetzen kann. Ui, der biegt über das Ding so sehr professionell, gell? So. Kommt ein Mist. Wir haben aus dem Grund bestellt von Herpa, weil die haben ja eigentlich die schönsten Autos, oder? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da gibt es diese Mini-Kits, da dann muss man die selber zusammenbauen. Dadurch sind die Transporter relativ günstig und sie sind einfach neutral und weiß, was jetzt bei so einem Ganzzug, gut, einen Ganzzug werden wir nicht leisten können, aber bei diesen Transportzügen relativ oft vorkommt, dass einfach nur weiß, dass der Fabrik draufsteht. Und die Herpas schauen wir dann nachher an, die werden wir zusammenbauen. Die sind auf jeden Fall erstens detaillierter und man hat dann, da biegt auch noch dick so, schau. Man hat dann, man sieht das bei dem hier, ich nehme da meinen Bleistift ganz einfach, der hat also überhaupt nichts, ja, der hat da keine Rückspiegel. Wenn man sich das jetzt vorne anschaut, kriegen wir das scharf, ja. Da die Scheinwerfer, das ist nur aufgemalt, jetzt ist es wieder nicht scharf, Entschuldigung. Okay, aber das Ganze, ihr seht es schon, das ist ein relativ plumpes Ding. Während die viel schöner sein sollten, die werden dann zusammenbauen und da draufstehen. Und vielleicht kann ich den Waggon noch ein bisschen mit meinen Valeo-Farben da altern. Das sind diese einfachen Surface-Primer, die kennt ja jeder. Ne? Unser komisches Korrosions-Irgendwas macht irrsinnig coole Effekte. Mit denen habe ich auch meine Holzwaggons bemalt. Das werde ich dann probieren, ja. Und schauen wir, was da am Ende rauskommt. Und bis zum Ende des Videos ist dann hoffentlich aus Italien kommen die. Sind die zwei NME auch da, damit man die direkt vergleichen kann. Sind natürlich deutlich toller. Der Daniel, ich werde den dann verlinken, den Kanal in dem Video. Der hat die schon im Einsatz und die schauen echt spitzenmäßig aus, ja. Aber der Preis ist natürlich mit 115 Euro, der ist unbeladen, ja. Relativ heftig. Diese Riva Rossis haben gekostet, ich glaube, 90 Euro circa mit diesen vier Transporter. Das sind halt schier, habe ich gerade gesagt. Der Preis für diese Mini-Kits liegt bei ca. 8 bis 10 Euro pro Stück. Da gibt es natürlich verschiedene. Ja? Also man muss jetzt keinen MAN nehmen. Ich habe jetzt einen MAN TGE genommen, da hinten ist ein Bild, weil wir die im Büro auch haben. Also war da ganz nett, wenn man da MANs draufsteht. Kann natürlich ein Sprinter draufstehen oder was auch immer. Gut, der Finley, glaube ich, aus dem Stummi-Forum hätte gern 4 Ducato drauf gehabt, aber die gibt es irgendwie keine aktuellen in 1 zu 87. Da gibt es ja diese uralt Modelle aus den 90ern und das passt dann nicht so recht zu dieser Epoche 6 Wagen. Epoche 5 nicht G, aber das schaut halt irgendwie komisch aus. Der schaut halt echt so nach frühe 90er aus, noch, der Ducato, der uralte. Gut, ich würde sagen, wir gehen es an. Gut, los geht's mit dem ersten Transporter, hätte ich mir gedacht. Herpa lässt sich das natürlich bezahlen, dass man das hier selbst zusammenbauen muss, alles. Das ist sogar Prüfungsanleitung. Aber ich glaube, wir machen das ähnlich wie der Tim Taylor, wie echte Männer, mit dem vermutlich nicht funktionierenden Ergebnis, ohne die Bedienungsanleitung zu lesen. Die Teile sind jetzt nicht sonderlich viele, wenn man sich das da anschaut. So, so ein richtiger Herpa-Transporter, ich weiß nicht, ob ich das vorher schon gesagt habe. Schau, ja, da gehören die Rahmen hinten rein. Wenn er zusammenbaut ist, kostet so ein MAN in etwa 18 bis 25 Euro, je nachdem welche Ausführung man nimmt. So, das gehört da unten rein, passt. Dann, aha, da ist ein Lenkradl. Gut, das versuche ich mit meiner Pinzette. Das schaut so aus, das heißt, das gehört in etwa, aha, das ist schon die Aussparung. Gut, braucht sie jetzt nicht sehen, das ist ja relativ unspannend, das zusammenbauen. Springt es gleich weg.
Das kennt auch jeder von den Zurüstorgien, oder? Wenn man es in der Pinzette in der Hand hat und dann schießt das Ganze durch die Gegend und dann sucht man es. So. Scheint zu passen. Jetzt. In die Karosserie gehört natürlich das da rein. So, jetzt gehört das da drauf. Also ich habe lasst es relativ teuer bezahlen, wenn die Autos vielleicht zusammenbauen oder irgendwelche kleinen Chinesen oder wie immer das funktioniert. Falls die nicht von norwegischen IT-Techniker zusammenbaut werden. So, jetzt haben wir da noch. Aha, jetzt ist das Lenkrad wieder rausgefallen, schau. Ja, ja. Team Taylor war gerade stolz auf uns Wetten. Vielleicht sollte man das da reinbieten ein bisschen. Ich habe zum Glück meinen Plastikkleber schon griffbereit. Da drinnen sieht das ja später keiner, wenn man da jetzt irgendwie Kleber reinschmiert. So, weil eigentlich hat das ja schon relativ gut gepasst. Bisschen niedrig ist das Lenkrad. Gehört das so? Wurscht. Greifen wir drauf. Im Zweifel machen wir es bei den anderen drei dann besser. So, das heißt, das Ding gehört da jetzt drauf gesteckt. Soweit waren wir schon mal, ne? Nicht schlecht. Jetzt gehört nur mehr, da sind nur mehr Spiegel, die Front, die Lichter. Das heißt, wir können den schon verheiraten, wie man so schön sagt, im Fahrzeugbau. Na, das schaut doch schon gut aus. So, da haben wir einen Kühlergrill. MAN-Logo, klar, das gehört so hin, dass man es lesen kann. Das ist ja wirklich total einfach, das Zeug zusammenzubauen. Also wie ihr seht, braucht man sich da echt nicht fürchten. So, das ist der Träger, das sind die Lichter. Und kann sich da ruhig ein paar Euro sparen. So, der gehört jetzt vermutlich so drauf. Schaut doch ganz gut aus. Den haben wir da eine. Wieder rausgefallen. Ich finde, dass diese Teile überraschend passgenau sind. Ja, okay, das macht doch viel mehr her wie vorher, wenn sich das anschaut da im Vergleich zu dem vorigen Transporter. So, jetzt haben wir noch. Was ist das? Achso, das gehört da hinten eine. Okay, das schaut kompliziert aus. Das machen wir zum Schluss. Das sind die Rückspiegel. Das ist auch die Frage, ob man die ankleben sollte, sicherheitshalber. Welcher ist denn da welcher? Der. Nachdem ich beruflich mit den Dingen herumfahre, weiß ich natürlich, wie die Rückspiegel genau drauf gehören. Startpforte. Nicht zu viel, nicht, dass da jetzt dann der ganze Kleber pickt. So, passt. Andere Seiten. Ich glaube, dass ihr nachher kaum was sehen werdet von diesem Video. Wobei mir echt vorkommt, dass ihr überhaupt wer anschaut, weil wen interessiert das großartig, wenn ihr Autos zusammenbaut. Ha, das interessiert die Leute schon, wenn es nicht funktioniert. Dann macht es erst richtig Spaß. So, gut, aber anders wie beim Team Taylor schaut das eigentlich jetzt schon relativ gut aus. Da haben wir jetzt noch die Rückleuchten. Und die werden da sicher so irgendwie von der Seite reingeschoppt. Ah, das schaut doch gut aus. Also, die Passgenauigkeit der Teile ist relativ gut. Da könnt ihr mal Rocco und Co. was abschauen. Das geht eigentlich relativ locker flockig von der Hand. Und hinten haben wir auch noch dieses MAN-Logo. Sollte natürlich, war das 60 sicher in der Kamera, der Löwe richtig rumstehen, ne, und nicht falsch rum. So, jetzt ist es wieder weggeschnippt, Klassiker. Oh Gott. Also wer für sowas keine Geduld hat, sollte sich vielleicht wirklich fertige Transporter kaufen. Wobei man da relativ einen Ganzzug bildet, also relativ viel Transporter braucht. Zack, drin ist. Dann ist es schon ein teurer Spaß, diese Transporter. So. Man, habt ihr euch das jetzt angeschaut? Jetzt ist da hinten das Ding umgefallen und der Kleber ausgerungen. Mein Gott. Ja, so machen diese Videos Spaß, gell, wenn Dinge nicht funktionieren. Gut, der Transporter ist da jetzt fertig.
Aufwand, was haben wir jetzt gehabt? Ich schaue gerade auf die Uhr, 6 Minuten inklusive Dinge, die nicht funktioniert haben. Wenn man es viermal zusammenbaut, funktioniert es vielleicht noch schneller. Das heißt, nicht wirklich arg. Schaut sicher auf jeden Fall besser aus als der vorher. Wie die da genau draufkehren, weiß ich nicht. Weiß jemand, ob die so draufstehen oder eher so oder da hinten? Keine Ahnung, muss man anschauen. Jetzt baue ich erstmal die 4 zusammen. Dann schauen wir uns an, ob wir den Waggon ein bisschen altern können. Ja. Und dann ist er bereit für den Einsatz. Ich mache mal weiter. So, fertig ist der Waggon mit dem Transporter. Schaut eigentlich gut aus. Ich habe schon meine super Latex-Handschuhe an. Stinkt wie Händen auch immer so angenehm. Schaut viel besser aus. Die sind natürlich noch nicht festgemacht. Ich werde das nachher wieder hochprofessionell mit meinem Dixo lösen. Transporter weg. Jetzt geht es dann mit meinen paar Farben. Ich bin jetzt echt kein Profi und beanspruche das auch gar nicht für mich. Die Frage ist, was nimmt man da am besten? So braun oder eher dunkel, ich habe keine Ahnung, ich probiere es mit einem Braun. Ich tue mir da immer, man sieht das da jetzt daneben mit so einem normalen Pinsel, einfach ein bisschen was drauf, dass es ganz wenig immer drauf ist am Pinsel. Ah, die Dings sollten wir vorhin trennen, die Kupplungen, nicht, dass man sich die dreckig macht. So auf die Seiten damit. Jetzt schaue ich immer, dass ich da so ganz leicht einmal drüber gehe, um zu sehen, wie das überhaupt wirkt. Ja genau, ich werde die anderen so ganz leicht verschmutzen. Ja, ihr kennt es jetzt fast nicht im Video, es ist ganz leicht derzeit, aber bei den ersten sollte man halt immer relativ vorsichtig anfangen. Ja, da kriegt man so ein bisschen einen Dreck drauf, genau. Das schaut doch schon ganz gut aus. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ja, relativ schlecht. Es ist draußen schon relativ dunkel wieder. Deswegen habe ich das jetzt bei so einem, beim künstlichen Licht da gerade machen müssen. Vielleicht kann man da noch ein bisschen mehr Licht herkriegen. Nicht wirklich. Einfach ein bisschen mehr noch. Dass das so ein bisschen verwittert und Flugrost und Dreck und was da nicht alles drauf ist auf diese Eisenbahnwaggons von den Schienen. Ne? Man könnte jetzt da mehr drüber gehen. Ich probiere das jetzt mal relativ heftig. Schaut ganz gut aus. Eine Trägestelle, genau. Ich war da selbst über 100 Leute wie der Daniel zum Beispiel, die kennen das extrem gut, die perfekt zu verdrecken. Ich bin ja da jetzt eher der totale Anfänger. Also ich bewundere wirklich solche Leute, was die machen. Aber wenn ihr euch jetzt mal anschaut, wenn man da einfach so ein bisschen drüber geht, mit so einem Surface Primer oder eben mit Pulverfarben, dann schaut das einfach noch ein bisschen Gebrauchsspuren aus. Nicht extrem, wir wollen ja den nicht irgendwie jetzt total verhunzen, den Wagen. Aber es schaut einfach nicht mehr, er glänzt nicht mehr und es schaut nicht mehr so aus, als hätte er irgendwo frisch aus der Waschstraße kommen, was ja gerade bei Güterwagen ja total irre ist. So, keine Ahnung, ob ihr das jetzt gut seht. Tut mir relativ schwer gerade mit der Kamera auch noch, nebenbei. So, da wird ein bisschen Flugrost, Dreck. Gerade die Trägestelle. Und ich fange bei meinen Waggons dann ehrlich gesagt immer zuerst an mit dem Braun und gehe dann nachher immer noch mit ein paar andere Farben drüber. So, da auch gleich von der Seite, obwohl man das wahrscheinlich nie sehen wird. So, widmen uns gleich der Vorderseite. Gut, das sieht man jetzt wahrscheinlich. Das geht noch relativ gut. Oi, da war es jetzt zu. Aber so ist das halt, wenn man filmt. Der Live hakelt.
funktioniert nicht immer alles. Na gut, dann ist er halt da ein bisschen mehr verdreckt. Diese Farben haften nicht immer gleich perfekt. Das heißt, man kann da durchaus noch ein bisschen herum, wenn man aber vorsichtig drüber fährt, die noch ein bisschen verschmieren. So, und jetzt, wo weniger Farbe ist am Pinsel, kann man da ruhig mal stärker drüber gehen. Wobei, das schaut echt nicht gut aus da. Hm. So, mittlerweile ist die Farbe da aus. Ich habe mir da immer so ein paar Tropfen nebenbei auf einen Karton. Gottes, wenn diese Handschuhe stinken, das ist echt unerträglich. So, also keine Ahnung, wie das die Vollprofis wie zum Beispiel der Daniel und diese ganzen YouTube-Typen machen. Der selbst 1:87, falls ihr den Kanal von Sebastian kennt, also der macht das mördergut, ja. Sowas kann ich nicht. Sowas maße ich mir auch nicht anders, wie das könnte. Da geht es nur um ein paar einfache Betriebsspuren. So, und wenn das am Ende dann gut ausschaut, was ich immer noch hoffe, dann könnt ihr ja jeder mal drüber nachdenken, ob sich mal irgendwie einen Waggon hernimmt, einen älteren. Es kostet am Anfang echt Überwindung, dass man mit einer Farbe drauf herumdruckt. So, die Fronten. Die Fronten kann ich natürlich relativ schlecht filmen. Ich glaube nicht, dass ihr das wirklich viel erkennen werdet. So, geht auch nur ganz grob halt so drüber, dass man ein paar Highlights setzt quasi. Auf jeden Fall schaut euch den Kanal von diesem Sebastian, vom Sepps1:87 an, der macht das wirklich ganz, ganz toll. Ich sitze da selber immer mit offenem Mund davor und denke mir, um Gottes Willen, was macht der Junge? Und irgendwie schaut es auch wahnsinnig perfekt aus bei ihm immer. Gut, aber für wahnsinnige Perfektion ist ja Neustadt jetzt nicht so wirklich bekannt, das wisst ihr. So. Gut. Jetzt kommt da mal super Rost, Korrosions, weiß ich nicht was, fragt sich nicht was. Mein Schwager, der Profi-Airbrusher ist übrigens, hat mir diese Sachen empfohlen und mit mir gekauft. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit sowas. Und mit dem geht er jetzt immer über die Puffer drüber. Ja. Sieht man dann im Video schlecht oder gar nicht wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen eine Farbe mit einer Struktur. Ich würde jetzt nicht sagen, da sind Dreckbatzen drin, aber so in die Richtung müsst ihr euch das vorstellen. Und damit tue ich immer die Puffer komplett einsauen. Und halt auch so ein bisschen drüber. Andere Seiten noch. Ja, das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die Kamera da hinstellen soll. Und dann biegt sich der Waggon noch so blöd in der Mitte. So dass ihr da jetzt relativ wenig davon sehen werdet, was ich da mache. Aber ist eben spannend. Das kann eh jeder daheim auch machen, damit Dreckfarbe an den Waggon anmalt. Das ist nichts, wofür man irgendwie sonderlich gut talentiert sein muss. Ein bisschen so einen Dreck drauf, aber nicht zu viel halt. So. Und ein bisschen das Drehgestell drauf. Hier auch noch. Auch nicht zu extrem mit dieser Orgenfarbe. Das Drehgestell dann noch ein bisschen. Einfach damit da jetzt ein bisschen Dreck drauf biegt, ja, damit das cool ausschaut. In der Regel fahren diese Waggons in die Videos sowieso dann relativ schnell vorbei, dass man gar nichts sieht. Aber wenn sie mal wo stehen, das war jetzt zu viel, im Bahnhofsbereich zum Beispiel, oder im Verschub, in so Verschubszenen sieht man das natürlich dann auch relativ gut. Aber Gott, das ist ein Drehgestell, das kann doch dreckig sein, hey, macht euch ins Hemd. So, dann noch ganz wenig. So, jetzt hätten wir die Seiten eh schon relativ gut fertig, weil arg viel verdrecken will ich ja nicht. Die Frage ist, wie man da jetzt den, so jetzt stößt genau in die Vorbeine, sehr clever Junge.
Der arme Pinsel schaut schon furchtbar aus, normal sollte man mit denen nicht so umgehen, gell? Das ist eh klar. So, nochmal zurück zu diesem Surface Primer. Da ist jetzt die Frage, das da oben sollte ja normal Holz sein, ne? Wenn man das jetzt einfach probiert, puh, um Gottes Willen. Ah, genau, so einfach so ein bisschen drüber fahren. Na, halt Gebrauchsspuren, Dreck. So, können wir das umlegen. Seht ihr das da jetzt im Film? Seht ihr, je weniger Farbe drauf ist, desto fester kann man da aufdrücken und einfach mal so ein bisschen drüber fahren. Das machen jetzt die Profis sicher auch besser und anders. Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen. Im direkten Vergleich, oder? Sieht man jetzt, boah, der Pinsel schaut aus, gibt euch den. Dass da einfach so eine ganz eine dünne, leichte Schmutzschicht auf dem gelben Hupferl, wie immer das heißt, ist. Im Vergleich, da ist es noch original, ne? So, genau, nur, dass dieser auf der einen Seite natürlich der Plastikglanz weggeht. Den ja keiner von uns haben möchte auf der Modellbahn. Auf der anderen Seite, dass da, man kann ja die Strukturen da so ein bisschen rausarbeiten, indem da einfach nur mal ein bisschen Dreck drauf ist. Lustigerweise dürfte das, die Imitation von dem Ganzen, ist kein Holz, es dürften eher da Metallteile sein. Ich kenne diese Waggons ehrlich gesagt nicht im Original. Ich bilde mir ein, dass das, wenn dann aus Holz ist, wie bei den Rungenwagen. So wie es bei dem NMI-Wagen ist. Da bin ich gespannt, wann die ankommen. Aus Italien übrigens kommen die, weil die irgendwie bei uns schlecht lieferbar waren. Weil das ist ja diese Mini-Modellbahnschmiede da aus Nürnberg, glaube ich. Gell? Also die sind hier bei uns in Österreich nicht ganz so leicht verfügbar. Ich glaube, der Mimoba hat welche. Wichtig werden mir jetzt noch ein bisschen die Ränder. Und dann ist die Frage, man sollte natürlich nicht immer alles mit derselben Farbe machen. Wenn man dann auch vielleicht irgendwie probiert, mit ein bisschen ganz leicht natürlich mit einem Schwarz drüber zu gehen. Also wie gesagt, wenn Sie das mal probieren wollt, man braucht am Anfang echt ein bisschen Überwindung, dass man da mal anfängt, mit so einem Dreck seine teuer gekauften Modelle anzugehen. Das Ganze trocknet übrigens, weil es jetzt diese Surface Primer Farm, die trocknen irrsinnig schnell. Ihr könnt also jetzt im Prinzip schon drauf herumgreifen, ich werde jetzt keine dreckigen Finger mehr haben. Jetzt probieren wir noch ein bisschen Schwarz. Puh, um Gottes Willen, das ist echt dunkel Schwarz. Hui. So, wie schaut das aus, wenn er drüber geht? Ganz weniger. Gar nicht schlecht eigentlich. Ich frage mich, wie viel ihr davon im Video jetzt seht, weil das Licht ist auch schon schlecht, nur entschuldigen, das ist halt nicht ganz ideal. Es ist mittlerweile Anfang April und in Wien schneit es ständig. Es ist echt ungut. Wie kann er mehr haben, dieses Wetter? Entsprechend ist ja draußen relativ dunkel, obwohl es jetzt noch gar nicht so spät ist. So, ganz, ganz leicht mit dem Schwarz, genau, das gefällt mir recht gut. Das hebt auch wieder so diese Strukturen hervor. Und es schaut einfach aus, als wäre das ein bisschen. Die Autos drüber gefahren will ich jetzt nicht sagen, ja, so schaut es nicht aus. Einfach als war es ein bisschen dreckig und hätte da immer wieder mal was hängen bleiben. Reifenabrieb, wie auch immer. Einfach Dreck, wenn die unterwegs sind. Aha, jetzt ein bisschen mehr Farbe und schaut, das ist gerade schlecht eigentlich. Also ihr seht, ich bin da selbst eine totale Laie. Aber es macht eigentlich relativ viel Spaß. Diese Farben kosten also rund 2-3 Euro pro Flasche. Und ein bisschen rum zu experimentieren.
diese Rungenwagen sind ja relativ gut angekommen, die da habt, diese grünen. Die sind, auch, wie gesagt, einfach nur so mit den Farben ganz locker, vorsichtig angemalt. Da steht kein Können und nichts dahinter. Wichtig ist vielleicht, wenn man sowas da macht, dass man jetzt immer schön dieses Auf und Ab so beibehält und nicht am Anfang zu quer zu malen, weil das schaut dann sicher sehr, sehr komisch aus. Und man hat da einfach relativ gut ein Gefühl in den Fingern bei der ganzen Sache, wenn man von oben nach unten diese kurzen Bewegungen macht. So, die Zange, jetzt haben wir es dann bald. Ich mache das nur lieber eher 10-mal vorsichtig, bevor ich da einmal zu viel drauf haue. Deswegen, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich schon wieder bei der Stelle bin, bei der ich eigentlich schon 3-mal war. So, okay, da ist jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen dreckiger. Das passt mir schon so. Der Frühstück so stehen geben, wo mehr Dreck ist und solche, wo ich ein bisschen weniger. Wie halt in echt, das ist ja nicht überall gleich. So, wenn man da jetzt schaut, da waren vorher die Dixo-Straffen. Die nehmen wir natürlich, der restliche Klebstoff, die Farbe viel besser auf. Oh, das schaut gut aus, das gefällt mir gut. Es muss natürlich jetzt jedem selbst gefallen, gell? Also keine Ahnung, ob euch das jetzt gefällt, dass ich da aufhöre. Wenn man sich den jetzt ein bisschen von der Seite anschaut, ach, das schaut aber eigentlich auch nicht schlecht, dass man da so ein bisschen drüber geht. So, da verschmutzt. Ich hoffe, ihr seht das schon jetzt. Das schaut eigentlich jetzt relativ cool aus mit dem. Mir gefällt das gerade mit dem Schwarz. Deswegen, ich wollte jetzt eigentlich am Rand nichts mehr drauf tun, mir gefällt das aber relativ gut. Muss natürlich jeder dann für sich selbst festlegen, ja, was er für einen Verschmutzungsgrad haben will, quasi bei seinem Fahrzeug, wenn er sagt, hast du das auch schon, dass der frisch aus der Fabrik kommen, ist das völlig in Ordnung. Ja? Jeder soll ja herummachen, wie es ihm gut gefällt. Wenn jemand sagt, ich will einen komplett verdreckten, der gerade weiß nicht, wo gefahren ist und gerade aus Süditalien kommt. Ist nämlich übrigens, glaube ich, italienischer Waggon. Deswegen Süditalien. Ja, dann kommt der aus Süditalien und ist komplett verdreckt. Mein Gott. Wenn es gefällt, passt. So, muss ich dann ein bisschen. Das schaut aber mit dem Schwarz ganz schlecht aus. Die Frage ist, ich bin da jetzt auch kein Experte, ob man das vielleicht mit einem Aceton wieder wegkriegt, wenn man sagt, das, da ist mir jetzt zu viel geworden. Aber ob man nicht dann auch gleich die Farbe mit abwascht quasi. Vom Waggon. Ne? Also sowas würde ich eher mit Vorsicht machen. Deswegen nehmt euch, wenn ihr mal probiert, einfach irgendeinen alten Waggon, was völlig wurscht ist, wenn er halt dann nicht ganz so gelingt. Bei mir immer Frage, ob so Leute wie dieser Sebastian, dieser Sepp 1:87 wirklich auf die Welt gekommen ist, so, oder ob der auch jede Menge verbockt hat. Aber das ist echt bewundernswert. Schaut euch den mal an bei YouTube, das macht echt großartige Sachen. Gut! So, das war jetzt meine Idee. Die Frage ist, wie viel wir später übrigens von dem, dann noch ein bisschen vielleicht, überhaupt Sicht, ja. Oder ob da jetzt dann, weil da stehen ja vier Transporter drauf, müsst ihr auch bedenken, ja. Ah, das schaut gut aus, das gefällt mir gut. Ich werde jetzt auf diese gelben Dinger noch ein bisschen schwarz verwehren. Das gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr cool ist das. So, jetzt sieht meine Farbe wieder aus. Surface Primer, ja, gibt es in alle Formen von diesem Vallejo. Der grüne und mehr rostfarbene, aber das sind so die zwei, die ich immer wieder verwende. Wenn ich halt meine Dreckspuren quasi hinterlasse. So. Dann nehme ich jetzt die restliche Farbe. Ui, das war jetzt zu viel, habt ihr gesehen? Ah, das gefällt mir gut. Also was ich davor vielleicht zu zierlich gemacht habe, ich finde das jetzt relativ schön, eigentlich wenn man da doch mit ein bisschen mehr Farbe reingeht. So, das ist jetzt der Waggon. Ihr seht es jetzt am Rand. Ich habe leider echt sehr wenig Licht, aber ich hoffe, man erkennt es da ein bisschen, diese Betriebsspuren. Ja, also schaut es nicht komplett verdreckt und komplett hinig aus. Aber er wirkt dann immer, als der da gerade aus der Waschstraße kommen.
Ja, also dafür, dass ich jetzt 5 Minuten lang ein bisschen Farbe von der Seite drauf gebindelt habe, gefällt mir eigentlich sehr gut. Das heißt, jetzt ziehen wir meine Handschuhe aus nebenbei. Jetzt lasse ich ihn trotzdem sicherheitshalber natürlich ein bisschen trocknen. Im Anschluss kommen dann meine 4 Transporter von da oben drauf. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir auf die Anlage. Und wenn dann irgendwann diese NME-Waggons kommen, dann zeige ich die gerne auch mal in einem Video. Die haben, wie gesagt, dann da oben auch Echtholz und so, also irrsinnig cool. Nur da muss ich dann auch wieder die Transporter dazu kaufen, das wird ja relativ teuer. Im Moment fahren wir die auch nicht mit herum. Gut, ich lasse das mal trocknen, dann kleben wir die noch auf und dann sind wir fertig für heute. Gut, mittlerweile habe ich noch Autos besorgt, 2 weitere. Die sind jetzt baugleich mit dem MAN TGE, sind aber VW Crafter. Das sind die komplett gleichen Autos, die haben halt nur da vorne, falls ihr das erkennen könnt, eben ja, sieht man schön, das VW-Logo. Und hinten auch, wenn man das sieht, ja, sieht man. Ansonsten sind es die komplett gleichen Autos. Wie kann man das Ganze jetzt noch ein bisschen verschönern? Ich habe es bei dem schon gemacht, man sieht es hier. Wenn man sich einen einfachen Edding, den jeder zu Hause hat, nimmt, da muss man irrsinnig aufpassen, kann man hier, ich zoome näher, in der Hoffnung, dass man das sieht. Ja, sieht man ein bisschen, genau. Die, der Pinzett gezeigt, die Türgriffe noch anmalen. Man sieht es da, die sind nur weiß aufgedruckt bei Herdmann. Man muss da furchtbarlich aufpassen, dass man nicht zu viel anmalt von dem Ganzen. Hinten auch. Das wertet das Ganze nochmal auf. Was man jetzt anmachen könnte dann, das ist aber irrsinnig Fummel, aber ich weiß nicht, ob ihr das machen solltet. So, ich hoffe, man sieht es jetzt. Ja, man sieht es hier ein bisschen. Schärfer wird das Ganze nicht. Da drinnen, da oben ist ein Reling aufgedruckt. Das ist die, in der die Schiebetür, wenn es aufgeht, so nach hinten rollt. Ne? Und die ist in Wahrheit bei den Transporter silber. Die könnte man noch probieren, silber anmalen. Das ist eine irrsinnige Fummelei, vielleicht mache ich das noch. Was die noch größere Fummelei ist, die Transporter haben hier unten, Herbert ist wieder schön aufgedruckt. Diese Wölbung von hier bis hier, also der ganze Teil darüber, der ist in Wahrheit aus Plastik. Wenn die die Türen aufhauen oder so, dass nicht immer der Lack hinig ist. Und die könnte man jetzt natürlich schwarz bemalen. Haben wir auch gedacht, entweder mit einem Edding oder mit schwarzer Farbe. Ich habe es jetzt vorher bei einem probiert. Es ist irrsinnig mühsam. Es schaut am Ende nicht wirklich gut aus. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll. Dazu nimmt man sich einfach einen Tick so. Und klebt also dann da oben schön ab, ne? Die Seiten. Und da unten ein Stück ab. Wenn man sich jetzt anschaut, ich zeige euch jetzt an, bei dem ich schon probiert habe. Das wird nicht wirklich sauber. Ihr seht das. Ich weiß nicht, also ob ich das wirklich empfehlen soll. Schaut aber insgesamt betrachtet dann, ich stelle ihn mal zurück und versuche es da drüben raufzukriegen. Je nachdem aus welcher Entfernung man sich das anschaut, ja, schaut der Transporter natürlich besser aus. Aber wenn man da natürlich da näher hingeht, dann sieht man, dass das nicht wirklich sauber worden ist. Also die Frage, ob man das machen sollte oder ob man es lieber so lässt und zumindest so wie bei dem da herüben, bei dem habe ich es auch schon gemacht, einfach nur die Türgriffe anmalt. Ne? Das werde ich auf jeden Fall machen. Es geht auch ganz leicht und schnell, man muss nur wieder aufpassen. Im Ideal fällt man möglichst feinen Edding oder an mit einer feinen Spitze. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt irgendwas sehen werden zu einem Ganzen. Aber ich versuche es mal. Das ist natürlich schwer. Achso, könnte das Ganze gehen. So. Ihr seht da euch ganz kleine Striche, dass man ja nicht das Auto zu viel anmalt. Hoppla, ich weiß nicht gesehen, ob ihr es im Video gesehen habt, aber so schaut das im Endeffekt halt aus. Auf der Seite gibt es nur einen. Da ist er. Sobald man da zu viel drankommt, schaut das gleich irrsinnig schier aus. Ja, aber wenn man so ein bisschen vorsichtig sich das Ganze anschaut, hinten natürlich auch noch einen Stopp an der Hecktür. Sonst viel mehr ist es nicht, nur dieser kleine Strich. Wertet insgesamt die Autos aber nochmal ein bisschen auf, ne? Wenn man sich die anschaut. Gut, mal schauen, ob ich noch weitere Autos auftreiben kann. Die 2 Waggons aus Italien sind immer noch unterwegs. Jetzt bemale ich mal in Ruhe dann zumindest die Türgriffe. Das mit diesem Silberding, das probiere ich dann vielleicht bei dem, der ist eh schon jetzt nicht verhunzt, aber wirklich schön ist er nicht. Vielleicht bei dem das probieren mit dieser Reling da hinten, dass er das super anmalt. Und dann schauen wir mal weiter.
gut, dann würde ich sagen, probieren wir es mit dem Anmalen von diesem Reling, wie immer das Ding jetzt genau heißt, wo die Schiebetür drin läuft. Ich habe dazu mein Standard Revell-Dosal Nummer, fragt sie mich nicht, überholt, 99 oder 66. Je nachdem, wie man es draht, kann man sich aussuchen. Probieren wir da mal. Das Problem ist, bräuchte da halt einen extrem feinen Pinsel, den ich auch nicht habe. Gut, bei dem Auto ist jetzt eh schon wurscht. Aber da kann man das jetzt schön sehen im Schatten, mit der Pinzettennummer gezeigt. Es geht um den Teil hier, ne? In dem geht die Schiebetür auf, zack, und fährt da so nach hinten. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie einigermaßen sauber hinkriegen. Ja, man muss halt furchtbar aufpassen. Genau wie beim Bemalen von die Türgriffe, aber insgesamt betrachtet, das jetzt relativ gut funktioniert. Gut, ich habe jetzt das Licht aufgedraht, man braucht für den nächsten Schritt extrem viel Licht. Ich habe jetzt dazu entschlossen, dass ich das Bauwort durchziehe. Der erste war noch relativ schier, dahin ziehen wir, beim zweiten ist jetzt deutlich besser gegangen. Man muss einfach, ja, mit ein bisschen einer Übung kriegt man das Ganze problemlos hin. Funktionieren tut das Ganze, wie gesagt, relativ einfach. Man nimmt sich da Dixo. Ich weiß nicht, ob sie da überhaupt jetzt was seht dann im Video, ja. Man muss halt relativ genau versuchen, diese Einkerbung da zu treffen. Das ist wirklich komplett abkleben. Der Streifen geht übrigens beim Auto in echt, aufpassen, nicht nur da vorne entlang, ja, sondern auch da hinten weiter. Deswegen nehmen wir jetzt einfach ein längeres Dixo. Teaser, wie man in Deutschland sagt. Und im Idealfall scheint es jetzt rauszustellen, je weiter man über diesen Knick, den Sie da schlecht sehen, sie versucht nochmal hinzufahren. Ja. Da sieht man sich dieser Falz da drinnen, je weiter man über den drüber kommt, desto besser. Sobald man den nur halbwegs abklebt, hat man das Problem, dass die Farbe vom Edding jetzt da unten nicht reinrinnt, aber eingedruckt wird durch den Anpressdruck. So. Ich habe es auch vorher probiert mit dieser schwarzen Revell-Farbe und es funktioniert einfach überhaupt nicht. Man sollte jetzt auch nicht ewig herummalen, sondern einmal zügig den Streifen drüber ziehen. Und fertig ist die Sache. Gut, und wir kennen ja alle an Edding, ne? Dass man relativ, der ist relativ schnell trocken. Ja, das ist jetzt wieder das Problem, schau, dass es nicht gescheit abgeht. Okay, wer immer das nachmachen will, macht das nicht nach oder übt es vorher. Aha, da unten ist relativ sauber geworden, schau, oben, ja. Ist ja die Frage, wenn man jetzt so hinstellt, oder dann im Video, wenn er vorbeifährt, sehe ich das überhaupt nicht, aber es ist jetzt natürlich ärgerlich. Also da sieht man jetzt schön, also ich zeige auch ruhig, gell, es funktioniert nie alles richtig bei mir, weiß man eh. Wie man es nicht macht, zeige ich auch gern. Da sieht man jetzt, dass da die Farbe quasi unter das Stick so da auch schon. Und es ist halt genau dort, erkennt man das? Nein, erkennt man nicht gut. Wo da diese ganzen Wölbungen drin sind in der Karosserie. Bei diesen Falzgeschichteln da hast du das Problem. Da. Und natürlich da, wo der wie heißt das, Kotfänger da nach außen so rausgeht. Ne? Gut, also der ist nicht ganz ideal geworden. Aber insgesamt betrachtet, wenn man die so hinschaut, schaut das schon relativ cool aus, oder? Und ja, im Vergleich dazu, wenn man da die Weißen dazu nimmt, können die deutlich mehr. Schauen, aus der Entfernung sieht man gar nichts mehr. Das ist natürlich jetzt wieder Ansichtssache, wenn man dann ein Instagram-Bild aufnimmt, von ganz nah, natürlich sieht das ja jeder, wenn das schier ist. Ja. Gut, jetzt habe ich damit angefangen, jetzt gibt es eh keinen Weg zurück. Der ist der, wo ich gerade bin. Dann mache ich da mal weiter. Und dann schauen wir uns am Ende an. Schau, im schlimmsten Fall ist total schrecklich schier geworden, jeder schimpft und ich muss die Autos weghauen. Haha, mache ich natürlich nicht. Also, weiter geht's. Kurzer Zwischenbericht, die Flotte wächst. Da sind die letzten drei, da sind die anderen. Gottes Willen hat das jetzt wieder Geld gekostet. Die NME-Wagen sind bereits in Österreich. Wo genau, habe ich noch nicht gesehen. Aber sie sind noch nicht in Wien. Das heißt, die kommen hoffentlich auch die nächsten Tage. Mittlerweile, ich habe mitgeschaut, brauche ich noch ziemlich genau 2 Minuten, um so ein Auto zusammenzubauen. Es geht also voll dahin. Ja, die werden es noch zusammenbauen. Ebenfalls so wie die, man sieht es da. Die haben jetzt alle lackiert, angemalt von alle Seiten. Sind irgendwie eh hübsch geworden, finde ich. Aber manche sind ganz perfekt geworden sind. Tja, und wenn die NME-Wagen dann da sind, dann kommen die da dazu und dann schicken wir das Ganze mal auf die Reise. Und ich baue jetzt mal weiter.
So, willkommen zurück. Ich hätte gerne das Video endlich fertiggestellt gehabt. Ich arbeite jetzt da seit knapp 3 Wochen an dem Projekt. Wie ihr seht, der Waggon war das letzte Mal schon fertig. Ich hätte jetzt auch genug Transporter für 2 weitere Wagen. Leider hat die österreichische Post, vielen Dank an der Stelle, mein Paket aus Italien verloren. Es ist zwar irgendwo in Österreich, sie wissen aber nicht genau wo. Jetzt könnte man da mal schauen und warten. Es hat sich leider seit knapp 2 Wochen nicht mehr vom Fleck bewegt. Juhu! Jetzt kann man nur eins machen. Dem italienischen Händler schreiben, das habe ich bereits gemacht, mit meinen rudimentären Italienischkenntnissen, mal schauen, ob das was wird, dass der bei der italienischen Post einen Nachschauauftrag teilen muss, weil das Packerl kommt ja aus dem Ausland. Also danke österreichische Post, obwohl das Paket bereits in Österreich liegt, irgendwo in Tirol, muss jetzt die italienische Post einen Antrag stellen, damit die österreichische Post nachschaut, wo es in Tirol ist. Das greift sich wirklich an dem Schädel, ja. Aber was soll man machen? Nachdem ich das Video gern fertigstellen würde, kann ich euch jetzt leider da hinten die ganzen einzelnen Wagen dann nicht zeigen, als Ganzzug, gut, Ganzzug wäre es nicht worden, ne, mit 3 Wagen. Aber ich würde sagen, zum Abschluss, ja, vielleicht hat euch das Ganze gefallen, vielleicht mag es jemand nachmachen, vielleicht mag es jemand besser machen, wo das dann noch sauberer ausschaut, diese ganzen Ränder da. Ich hoffe, es hat zumindest euch ein bisschen gefallen. Den Wagen schauen wir uns jetzt drüben noch an, auf der Anlage, wie der ausschaut, wenn der herumfährt. Und ich reiche das dann natürlich gerne mal nach, wenn die NME-Wagen kommen, also sofern sie überhaupt jemals wieder irgendwo auftauchen, wo wir da zeigen, wie dann 3 so Waggons ausschauen, ne? 3 so Doppelwagen. Die NME sind, wie gesagt, viel schöner, weil die haben ja noch diesen Holzboden, also Echtholzboden. Das ist sicher ganz ein tolles Produkt. Ich hätte es euch gerne leider gezeigt, aber wie gesagt, vielen Dank an die österreichische Post. Gut. Freut mich, dass ihr reingeschaut habt, freut mich, dass ihr bis jetzt dranblieben seid, freut mich, wenn es euch irgendwie geholfen hat, falls es euch nicht geholfen hat, wenn ihr das Video blöd findet, kein Problem, schreibt es in die Kommentare, aber bitte sachlich und freundlich. Ich versuche wie immer alle zu beantworten, sage danke fürs Reinschauen, führt euch bis zum nächsten Mal und jetzt gehe ich rüber auf die Anlage und dann schauen wir uns den hier an. Tja, ziemlich coole Wagen. Mir selbst gefällt das ziemlich gut, was ich da rausgeholt habe aus denen. Danke euch fürs Reinschauen. Viel Spaß beim Nachmachen, wenn ihr Bock habt. Ja, und bis zum nächsten Anlagenvideo aus Neustadt an der Südbahn, gell? Grüß euch. Tschüss und Baba.